Alter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alright, werte Damen und Herren. Wir haben in Gran Turismo 7 die Nordschleife. Wir haben den Porsche 962C. Das ist nicht ganz das Fahrzeug, das Stefan Bellof damals gefahren ist. Der ist den 956C gefahren. Aber er hat für lange Zeit den Rekord auf der Nordschleife gehalten. Eine 6.11.13. Und wir schauen mal heute, wie nah wir dieser Zeit kommen mit, so gesehen, dem Nachfolgemodell. Alright, Leute, let's go. Ab auf die Runde. Ich muss aber sagen, die letzten Autos, die ich hier auf der Strecke gefahren bin, die waren so hart übermotorisiert, dass sich das fast schon wie eine Kaffeefahrt anfühlt. Also, manchmal bricht er dann schon aus. Ich meine, am Ende des Tages treffen hier 850 Kilo auf ganze 700 PS, aber das Auto hat auch so einen Anpressdruck, dass es wirklich, wirklich super liegt. Und manchmal vielleicht sogar zu gut. Da kommen wir mal gleich dazu, wo das passiert. Aber du kannst oft so hart draufstempeln und das Auto will einfach nur nach vorne marschieren. Das ist der helle Wahnsinn, ey. Ja, wir brauchen unbedingt ein Gruppe-C-Event auf der Nordschleife. Ganz, ganz dringend. Oh. Werte Damen und Herren, das war Flugplatz voll. Und jetzt sehen Sie gleich auch Schwedenkreuz voll. Neverlift in Schwedenkreuz. Je nach Auto musst du aber die Lenkung auch mal aufmachen. Zum Beispiel hier. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber pushen mal weiter. Die letzten Autos waren irgendwelche Engine Swaps, wie 1900 PS Lambo oder so. Mit diesem Auto, da hat man halt wirklich wieder das Gefühl, okay, du fährst ein Auto, das ist für so eine Strecke auch gebaut. Und das ist nicht irgendwie ein Transformer, der sich gerade auf dem Planeten verirrt hat. Und ja, Gran Turismo ist super, super nachsichtig, was Curbs angeht. Aber das sehe ich halt eher sogar positiv, als halt einfach dann diesen Flug, diese Erfahrung nicht unterbricht. Ist auf jeden Fall dem Spielspaß dann zuträglich. Aufpassen, Dave. Push, push. Das ist Zeit liegen lassen. Ich kann halt überhaupt nicht abschätzen, was für eine Zeit ich am Ende fahren werde. Das kann ich nie. Was ich aber weiß, ist, dass wir bis jetzt... Oh, eine unfassbar spaßige Kombo hier gefunden haben. Dass ich bei jedem Gangwechsel auch ein bisschen was an Geschwindigkeit verliere. Das heißt, ich versuche hier mal im vierten zu bleiben. Schauen wir mal, ob wir hier... Oh mein Gott. Geschwindigkeitstechnisch gut vorankommen. Was? Okay. Alter. Vorsicht. So, und jetzt mit Karussell. Mein Kryptonit, muss ich ehrlich gestehen. Ah, ich komme hier sogar raus. Schade. Egal, never mind. Ja, besser als sich im Karussell zu drehen, was mir sonst immer passiert. Junge. Okay, 4 Minuten 20 haben wir gleich.
Okay, also ich habe das Gefühl, wir könnten unter die 611 kommen. Aber ich weiß nicht, wie stark das passieren wird. Let's go. Leute, Döttinger Höhe. 575. Also, Stand jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich möchte an der Stelle nochmal den Disclaimer raushauen. Natürlich geht es mit diesem Video nicht um die Frage, ob ich ein geilerer Fahrer bin, als Stefan Bellof es war oder so. Sondern es geht einfach wirklich nur darum, zu gucken, ob man in einem Auto, das seinem möglichst nahe kommt, relativ nahe kommt, ob man da in GT7 diesen Rekord unterbieten kann. Und die klare Antwort, die wir hier gerade bekommen, ist, ja, 5 Minuten, 46,2. Not bad. So wie ein Sofa. Es ist aber schon krass, wir sind nur ein bisschen schneller als der Aston Martin Valkyrie im ersten Run, als ich dann auf Sportreifen gefahren bin. Wir sind allerdings langsamer als der Aston Martin Valkyrie auf Slicks. Nichtsdestotrotz, sehr gute Rundenzeit. Werte Damen und Herren, ich hoffe, euch hat das Video bestens gefallen. Schlagt mir auch gerne mal in den Kommentaren vor, was ich demnächst hier auf der Nordschleife ausführen soll für ein Fahrzeug. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Wenn es so ist, Däumchen, Abo, bis demnächst und... Ciao, ciao.